System, deswegen sind da die Nummern drauf, dieses System sieht vorher, wenn der Wind sich dreht, wo, ob er zum Beispiel jetzt in die Nähe von der Zeilenrichtung kommt. Mhm. Und dann wird die Dosierung geändert, weil sonst würde die Konzentration das nicht dem. Das geht automatisch? Das geht automatisch, ja. Das ist die Forschungssonderplattform für Sonderkulturen. Wir arbeiten hier an Weinreben und erhöhen die Umgebungskohlendioxidkonzentration um 20%, wie sie für das Jahr 2050 auch vorhergesagt ist. Das Ganze tun wir im Freiland, mit einer offenen Anlage an den Rebsorten Riesling und Cabernet Sauvignon. Die Anlage verteilt das CO2 über den Wind, das heißt über die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit. Uns interessiert bei diesem Forschungsansatz natürlich, welche Auswirkungen diese erhöhte CO2-Konzentration auf den Ertrag, die Physiologie, die Inhaltsstoffe, die Lagerfähigkeit, die Interaktion zwischen Schaderregern und der Pflanze selbst letztendlich hat und dann auch welchen Einfluss die erhöhte CO2-Konzentration auf die Mikroorganismen im Boden bzw. die Stoffkreisläufe auch im Boden betreffen. Wir sind hier im Krähennest, das ist ein Studentenprojekt, das sind rekultivierte Terrassen hier am Binger Loch, an der Grenze Durchbruch vom Rhein ins Mittelrheintal. Wir hatten hier verbuschte Terrassen, die wurden durch Studenten rekultiviert. 15 Studenten bewirtschaften diesen Weinberg das komplette Sommersemester über, machen alle Handarbeiten selbst, ernten den Wein, er wird im Keller weiter vinifiziert und auch die Ausstattung, das Layout des Etiketts wurde durch Studierende gestaltet. Wichtig ist, dass wir hier ein Projekt haben, wo wir das Wissen aus, das theoretische Wissen aus den Vorlesungen in die Praxis bringen, die Studierenden sich ausprobieren dürfen, auch eine gewisse Demut gegenüber der Natur hier erleben in den Steillagen. Die Trockenheit in den letzten Jahren ist extrem und daraus quasi auch ein, ja, was mitnehmen für ihre zukünftige Tätigkeit in den Weinbaugebieten und richtig Hand anlegen können, um dann gute Weine auch in ihren Heimatregionen zu produzieren. Ich bin hier im Rheingau und die Universität in Geisenheim hat Top-Weltstandard mit einem weltweiten Ruf. Und warum? Weil hier die Forschung so angelegt ist, dass sie einen Mehrwert in der Praxis hat. Hier geht es darum, wie sieht der Weinbau aus im Jahre 2050, wenn wir einen stärkeren Klimawandel haben, wenn mehr CO2 in der Luft ist, was macht das mit der Biomasse, was macht das mit dem Wachstum der Reben, was heißt das für unseren Wasserhaushalt und wie wird die Qualität der Weine sein in diesem Jahr dann 2050? Was kann der Weinbau zum Klimaschutz beitragen, zur Biodiversität beitragen? Das alles sind Versuchsanbauten und Anordnungen, die uns heute schon Antwort geben können, um auch richtig gegensteuern zu können oder eine richtige Anpassung auch vornehmen zu können. Und hier bin ich in einem Terrassenweinberg, das war ganz verbuscht, hier waren Drieschen. Und mit viel Arbeit haben die Studenten hier an der Universität diesen Weinberg angelegt, selbst entschieden, welche Rebsorten hier gepflanzt werden, wie bewässert wird, wie der Wein ausgebaut wird und wie er vermarktet wird. Und das ist ein tolles Zeichen, weil man natürlich auch erkennen kann, in welcher Lage, in welchem Kleinklima, in welchem Lokalklima, in welcher Bodenstruktur, wie die Reben, aber dann auch am Ende die Weine auch darauf reagieren. Und Wissenschaft ist die Grundlage, um mehr zu wissen, aber dann auch das Richtige zu tun in der Praxis.